ihr Lieben, ich habe euch so bärenstark vermisst und freue mich deswegen, dass wir uns wieder sehen. Vielen Dank, dass ihr unsere Videos schaut und dass ihr mitmacht. Übrigens, das erkenne ich daran, dass wir immer wieder Nachrichten von manchen Kindern bekommen. Auch die Fotos mit euren Bastelprojekten. Die fand ich diese Woche ganz besonders schön und würde euch gerne zeigen. Guck mal, das ist zum Beispiel eine Nachricht von Lothar und Lili. Wir sehen hier ein Herz mit tollen Sticker und noch ein bunt bemaltes Herz. Und das ist das Herz von Mira. Sie hat auch ein bisschen geschrieben hier drauf, was ihr besonders wichtig ist. Hier noch ein Herz von Nora, wo sie auch schreibt, was für sie ganz wichtig ist. Und ein pinkes geschmücktes Herzchen von Frieda. Und noch vor dem vorletzten Mal haben wir zwei wunderschöne Karten von Lothar und Lili, die sie extra für ihre Freunde gebastelt haben. Das war ja wie ein Blumenstrauß mit kreativen Ideen. Vielen Dank euch für eure Fotos und Nachrichten. Und jetzt wäre Zeit, wieder aktiv zu werden. Hallo ihr Lieben, ich habe mir überlegt, dass wir heute ein Spiel spielen, was uns ein bisschen aufwärmt für die ganzen Tänze, die wir heute noch machen. Und zwar brauchen wir dafür ein Blatt Papier oder eine Zeitung oder irgendetwas anderes, was wir noch ein bisschen knicken können. Wir legen dieses Papier auf den Boden und stellen uns mit beiden Füßen da drauf. Dann startet gleich die Musik und dann tanzen wir auf diesem Papier, bis die Musik stoppt. Also es ist ein bisschen wie Stopptanz. Und wenn die Musik stoppt, dann müssen wir das Papier aufheben und einmal in der Mitte falten und tanzen weiter auf der Hälfte des Papiers. Und das machen wir so oft, bis wir nicht mehr falten können oder bis wir nicht mehr darauf stehen können. Und da meine Füße ziemlich groß sind, glaube ich, dass das ziemlich schnell bei mir der Fall sein wird. Aber probieren wir es aus. Und auf den Boden. Oh, ist jetzt schon ziemlich klein. Ist schon ein bisschen wackeliger bei mir. Oh, schaffe ich das überhaupt noch einmal? Puh. Wir werden sehen. Oh mein Gott. Alles klar. Okay, also meine Füße sind schon zu groß für das Papier. Aber vielleicht geht es bei euch noch weiter. Ihr könnt es gerne auch noch zu Hause selber ausprobieren mit eigener Musik. Aber meine Füße sind leider zu groß. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die anderen Tänze. Wisst ihr, was ich mich frage? Was bedeutet überhaupt Mitmensch? Es heißt doch immer, wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Aber wer ist denn überhaupt mein Mitmensch? Und wie soll ich die denn lieben? Mensch, was hat der Heiko immer so spannende Fragen. Ich freue mich schon auf die Antwort darauf. Aber vorher will ich auf jeden Fall nochmal mit euch das Lied vom letzten Mal tanzen. Wisst ihr noch, da hat man sich so nach oben gestreckt und nach unten gestreckt und zur Seite gestreckt. Und ihr könnt jetzt mitmachen, denn wir singen Gottes Liebe ist so wunderbar. Groß, tief und weit. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. So hoch,
Ach, ich mag dieses Lied einfach. Gottes Liebe ist ja auch wunderbar. Aber jetzt bin ich richtig gespannt auf die Geschichte von heute. Was werden wir heute lernen? Was dürfen wir hören? Was dürfen wir sehen? Und kriegen wir die Antwort auf die Frage von Heiko? Lass schauen gehen! Das hier ist Oskar. Oskar geht in die Grundschule. Gerade fährt Oskar mit seinem Fahrrad durch den Park. Auf einmal ist ein großer Stein in Oskars Weg. Er fährt mit dem Fahrrad darüber und fällt hin. Oskar hat sich wehgetan. Und seine Knie bluten. Er kann nicht aufstehen und er weint, weil er Schmerzen hat. Da kommt auf einmal Jakob vorbei. Hallo Oskar, was ist passiert? Ich bin mit dem Fahrrad hingefallen, kannst du mir helfen? Nee, tut mir leid, ich habe ganz wichtige Dinge zu tun. Jakob kann Oskar leider nicht helfen, weil er keine Zeit hat. Kurz darauf kommt Lisa vorbei. Lisa geht auch in Oskars Klasse. Lisa hat sich gerade die Fingernägel lackiert. Lisa, kannst du mir helfen? Tut mir leid, aber wenn ich dir helfe, dann werden meine Fingernägel dreckig. Das geht leider nicht. Lisa kann Oskar leider auch nicht helfen. Dann kommt ein guter Freund von Oskar vorbei, der Max. Max und Oskar spielen immer viel zusammen eigentlich. Aber gerade kann Max leider Oskar auch nicht helfen. Denn da sind ganz viele große Jungs und die will er beeindrucken. Und da kann er nicht seinem schwachen Freund helfen. Zuletzt kommt noch Tim vorbei. Tim wird von Oskar immer geärgert in der Klasse. Aber Tim möchte Oskar trotzdem helfen. Oskar, was ist passiert? Ich bin mit dem Fahrrad hingefallen. Kannst du mir helfen? Natürlich, ich helfe dir hoch. Und Tim, es tut mir leid, dass ich dich immer ärgere. Ja, kein Problem. Jetzt können wir ja Freunde sein. Ja, das wäre super cool. Und Tim und Oskar waren ab diesem Moment super gute Freunde. Oh, was für eine tolle Geschichte. So etwas Ähnliches war mal in unserer Highschule passiert. Und weißt du, Heiko, wer so eine Geschichte schon mal erzählt hat, und zwar vor 2000 Jahren? Wer? Jesus. Er hat nämlich ganz viele Geschichten erzählt und viele davon kann man in der Bibel lesen. Was? Genau so steht das in der Bibel? Na, du hast natürlich recht. Er hat es nicht genau so erzählt, er hat ein bisschen andere Wörter und Beispiele benutzt. Aber was er damit sagen wollte, ist nämlich, dass wir Menschen, die um uns herum sind, also unsere Nächsten lieben sollten. Und dass es so einfach geht, wie zum Beispiel auf jemanden zuzukommen, wenn er deine Hilfe braucht. Oh, aber dann war ich ja nicht so liebevoll zu meinen Mitmenschen. Aber dann werde ich das ab jetzt versuchen. Oh Heiko, da bist du aber wirklich nicht allein. Mir geht's genauso. Manchmal schaffe ich es auch nicht, lieb zu meinen Nächsten zu sein. Manchmal merke ich nicht, wo sie meine Hilfe brauchen oder bin einfach nur zu unaufmerksam oder faul dafür. Aber weißt du, da können wir beide noch viel dazu lernen. Lass uns einfach dranbleiben. Heiko? Heiko, ich weiß jetzt, wer unser Mitmensch ist. Das war doch deine Frage. Wo ist er denn jetzt hin? Ich habe einen Plan. Ich sag euch die Antwort und ihr sagt dann dem Heiko das weiter. Denn die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Mein Mitmensch sind alle. Also nicht nur die, die ich mag oder die das gleiche glauben wie ich. Oder die aus dem gleichen Land kommen. Oder mit die, die neben mir stehen. Sondern auch die, mit denen ich chatte, mit denen ich schreibe, mit denen ich telefoniere. Alle sind meine Mitmenschen. Könnt ihr das dem Heiko weitergeben? Ich gehe ihn währenddessen weiter suchen, aber keine Ahnung, wo der hin ist. Heiko? Das war schon wieder so eine richtig starke Geschichte. Und das erinnert mich an ein Lied. Weißt du, was ich meine? Was? Honig? Wo? Nein, das Lied. Ah, das Lied. Ja, ich weiß. Das heißt Bärenstark. Genau. Und weißt du noch, warum es im Lied ging? Ja klar, um einen Bären. Nein. Aber es heißt doch Bärenstark. Ja, genau. Denn wir Menschen sagen Bärenstark zu Dingen, die besonders stark sind. Und weißt du, wer ist der Stärkste? Stärker als 1000 Bären? Das kann nur Gott sein. Genau. Ah, es geht um Gott in diesem Lied. Na gut,
Ich habe aber die Worte ein bisschen vergessen. Und der Tanz auch. Könnt ihr mir das zeigen, wie es geht? Ja, natürlich können wir das tanzen. Los geht's. Na 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 na, 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 na 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 na. Bärenstark, dubi dubi du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi dubi du, bärenstark. Bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, bärenstark, bist du mein Gott, du bist der Herr der ganzen Welt, was du tust, das ist gut, Herr, du bist mein starker Held, du bist groß und du hast Macht, alles ist dir unterstellt, du bist mein Freund und du bist der, der mich in seinen Armen hält. Bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, bärenstark. Bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, oh yeah, bärenstark, dubi-dubi-du, bärenstark, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Stark. Heute braucht ihr zum Basteln unbedingt eine einsame Socke. Hoffentlich frisch gewaschen und nicht stinkig. Dann braucht ihr auf jeden Fall weißes Papier oder einen weißen Stoff oder Filzrest. Sowie ein bisschen buntes Papier, vielleicht schwarz, blau, grün, braun für eine Augenfarbe. Dann braucht ihr Kleber. Am besten ist dieser Flüssigkleber aus dieser größeren Tube. Den habe ich leider nicht, aber ich versuche mir mit diesem zu helfen. Ihr braucht Stifte. Ihr braucht Dekomaterial, wie so eine Bänder und Glitzersachen vielleicht. Und eine Schere. Und auch Garn oder irgendein Band oder so. Entweder ihr holt euch jetzt eure Materialien und bastelt direkt mit, drückt zwischendurch auf Pause oder ihr guckt einfach erstmal zu und bastelt dann später mit. Viel Spaß! So, Olli, los geht's. Erstmal brauchen wir unsere Socke und schauen mal, wie rum die kommt. Am besten so, dass man nicht unbedingt das Zeichen da auf dem Kopf hat und dann so da rein. Und jetzt versuche ich erstmal Augen dran zu kleben. Die kommen dann auf die Puppe drauf. Schaut wo. Hier. Da. Zum Beispiel. Und da mache ich jetzt mal auch den normalen Kleber drauf und hoffe, dass es hält. Ihr könnt es natürlich auch fest nähen, wenn ihr möchtet.
So. Dann will ich noch Ohren machen. Dazu muss ich hier ein bisschen Stoff und da ein bisschen Stoff zusammenbinden. Ihr könnt natürlich auch einfach aus Stoffresten Öhrchen ausschneiden und dann einfach aufkleben, wie ihr das machen möchtet natürlich. So, dann sieht das Zwischenergebnis so aus. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch Haare in die Mitte. Dazu nehme ich hier mein Papierband. Könnt ihr natürlich auch festnähen, wenn ihr wollt. Oder ihr klebt es einfach fest. Ich empfehle da flüssigen Kleber. Haben wir da Haare dran, Ohren, Augen und jetzt mache ich aus so einem Filz noch eine Zunge. Ich schneide die einfach aus und die klebe ich dann hier auch fest. Jetzt schauen wir mal, wo die ungefähr hinkommt. Die kommt dann hier so rein. So, und jetzt möchte ich noch ein bisschen verzieren. Dazu kann ich hier Glitzersteine benutzen oder Textilstifte, wenn meine Socke ein bisschen heller wäre. Oder ich benutze hier so andere Farben. Ich habe auch noch Grün, die kein Rosa mögen. Und ist meine Socke sehr rosa geworden heute, der Olli. Und jetzt klebe ich hier noch so ein paar Glitzersteine auf. Man könnte natürlich auch irgendwie Knöpfe oder so als Nase nehmen. Also was euch so einfällt. Sowas klingt auch als Nase. Und dann will ich noch einen kleinen Schal machen. Dazu nehme ich mir auch Stoff. Binde ich den Schal hier unten zu. So. Nicht zu fest, ne? Schaut, dass ihr da trotzdem noch reinkommt. So, und fertig ist meine Puppe. Hier Augen, Ohren, Haaren, Nase, da könnt ihr auch einen Knopf nehmen oder was anderes, mit Zunge und mit Schal. Und ich taufe meine Puppe Fridolin. Hallo, ich bin Fridolin. Ich hoffe, es geht dir gut. Und Fridolin und ich, wir machen uns jetzt noch einen schönen Sonntag und wir wünschen dir auch einen ganz tollen Sonntag und viel Spaß noch beim Basteln. So ihr Lieben, leider sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen, aber ich freue mich auf jeden Fall, nächste Woche zu sehen, was ihr Schönes gemalt und gebastelt habt. Ich würde zum Ende noch einmal beten. Lieber Gott, danke für diesen Sonntag. Danke dafür, dass wir dich durch die Geschichten immer näher kennenlernen können. Danke dafür, dass wir so viel Spaß zusammen haben und immer gemeinsam tanzen können. Danke für alle, die zuschauen und auch für alle, die mitarbeiten. Bitte segne noch diesen Tag und lass uns ganz viel Freude haben. Amen. Tschüss.